So, wie ihr sehen könnt, habe ich in der Zwischenzeit die ganzen Goblins hier schon mal runtergebracht. Beziehungsweise ich habe jetzt gesagt, bringt alle Goblins da in die Ecke. Die Käfige müssten gleich alle ankommen. Dann sollten wir auf jeden Fall vorher noch gucken, ob die auch keine Sachen mehr dabei haben. Also erstmal die Käfige alle wieder claimen mit dem gesamten Inhalt und dann wieder dumpen. Und gucken, ob da noch irgendwelche Waffen zutage gefördert werden. Denn es wäre ja nicht ganz so schön, wenn unsere Milizen hier gegen die kämpft und die sind plötzlich alle bewaffnet. Das wäre doch ein wenig schmerzhaft. Dann wollte ich die Steine noch aus der Arena rausschaffen. Nicht, dass die Goblins noch irgendwann einen Stein nehmen und damit einen Zwerg erschlagen. Ich glaube, das geht zwar gar nicht, aber allein von der Optik her gehören in der Arena keine riesen Felsbrocken rein. So, Dump-Items. Alles runter. So. Dann würde ich eigentlich noch ganz gerne den Schalter da unten zu Ende bauen, aber ich glaube, wir hatten keine Steine mehr oder keine Mechanismen, eins von beiden. Gucke ich mal ganz kurz hoch. Ah, die Stockpiles sind gefüllt worden, sehr schön. Alle bis auf der wichtigste. Ah ja, klar. Aber wo war unser großer Stockpile? Hier. Machen wir es doch einfach so. Wir machen jetzt hier einen Stockpile hin. So. Der ist nur für Granit. Alles verbieten. Economic. Nee, Other Stone. Granit. Und Gift to Workshop. Dass das immer so schräg versetzt ist, irritiert mich ein bisschen. So, Gift to Workshop. Den da. Und Gift to Workshop. Den da. Das heißt, die beiden Workshops müssten jetzt eigentlich von dem Stockpile nehmen können und von dem anderen. Ob das jetzt klappt, ist eine andere Sache. Schauen wir einfach mal. Needs empty cage. Also ich sehe keine Fehlermeldung jetzt mehr mit Steinen. Das ist doch schon mal gut, aber Käfige wollen sie haben. Dann schmeißen wir nochmal schnell den Jobmanager an und sagen, wir hätten gerne Wooden Cage 20. Auch wenn die Käfige unten ja hoffentlich bald frei werden. Die müssen vielleicht noch gesäubert werden, aber das ist ein anderes Problem. Und warum ist da ein leerer Käfig? Der ist nicht leer, da ist ein Goblin drin. Aber es hat keine Goblin-Animation. Also dieses blinkende, statuenhafte Ding, was da immer auftaucht. Aber gut, also DBC, alles claim. Denn, wie wir gelernt haben, alles, was dem Feind gehört, wird erstmal verboten. Und jetzt nochmal DBD, um die frisch geclaimten Sachen zu dumpen. So, jetzt müssten alle Sachen, die sie dabei haben, weggenommen werden. Und wie wir sehen können, haben die noch ein paar Sachen, sonst würden da jetzt nicht so viele Zwerge ankommen. Schön, schön. Es wird jetzt alles unten zu unserer Müllhalde gebracht. Da müssen wir es dann gleich wieder claimen, damit das auch ja nicht zerstört wird irgendwann. Haben wir inzwischen eine Tür? Ja, sehr schön. Hier bitte eine Tür hin. Und vor die Tür hätten wir gerne einen Hebel. Da. Und jetzt habe ich leider die schöne Aufgabe vor mir, alle Käfige mit dem Hebel zu verbinden. Aber das werde ich wahrscheinlich wieder off camera machen. In der Zwischenzeit haben wir hier alles gesmoothed, also glatt geschliffen. Wir könnten es jetzt noch engraven, um den Wert zu erhöhen, aber ich glaube, das reicht so schon. Und ja, er hat einen Feintub und er braucht nur einen Tomb. Heißt, er ist jetzt schon ein, zwei Stufen höher als das, was er eigentlich braucht. Und man sollte darauf achten, dass man den Leuten nicht zu gute Sachen gibt. Also man könnte jetzt natürlich jedem Zwerg so einen riesen Raum geben. Das Problem ist nur, dass die Noble-Leute da recht pingelig sind. Also sobald die Nobel-Leute sehen, dass ein einfacher Bürger oder ein Nobelmann von einem niedrigeren Rang als sie selbst eine bessere Wohnung, einen besseren Dining Room, ein besseres Büro oder einen besseren Hausschuh haben als sie selbst, kriegen sie deswegen schlechte Gedanken. Und das ist sehr nervig. Also sollte man schon darauf achten, dass die Leute nur das haben, was sie auch haben müssen. Also er braucht jetzt halt einen normalen Tomb. Das reicht jetzt vollkommen. So, was haben wir noch? Wir haben ein Mandat. Wir dürfen keine Armbrüste exportieren. Ja, gut. Und sonst brauchte nur noch er. Oh, was hat er denn? Ah, ne, das war nur weiß, okay.
Das Rest ist alles Girugon. Er braucht echt nur noch sein eigenes Kabinett. Gucken wir nochmal ganz kurz. So, genau, hier könnten wir auch wieder engraven, aber das lasse ich auch erstmal. Das können wir alles später noch machen. Jetzt hätten wir gerne ein Kabinett aus egal was und es ist fertig. Sehr schön. Das tun wir mal direkt neben ins Bett und das soll reichen. So, unten bauen wir davon auch einen hin. Armor Stance haben wir auch keine mehr über. Na, es geht immer alles so schnell. Machen wir es mal kurz hier. Armor Stand Rock. 10 Stück. Weapon Rack Rock. 10 Stück. Rock Cabinet. 10 Stück. Und Türen kann man auch mal gebrauchen. Rock Door. 10 Stück. Was sagt unser Furniture Stockpile? Oh, der sagt, ich bin viel zu voll. Das sind hauptsächlich Coffins. Die können wir doch schon mal unten hinstellen. Hier, auch wenn wir so viele hoffentlich nicht brauchen werden. Ein Burial Receptacle. Da. Da. Die. Hey. Nein. Da. Hab heute Morgen kein Zielwasser getrunken, wie mir scheint. So. Schön die ganze Reihe voll. Damit die Minenarbeiter auch gleich richtig motiviert sind, wenn sie zur Arbeit kommen. Dürfen wir eine ganze Reihe von toten Zwergen vorbeilaufen. Ja, ich hätte mir das doch irgendwie anders vorgestellt. Eigentlich dachte ich mir so, dass wir die Gräber mitten in die Minen reinbauen, also so in Sackgassen zum Beispiel. Wo eh kein Zwerg mehr hingeht. Weil sich die Zwerge halt unter der Erde schön wohlfühlen und auch in der Mine, wo sie einen Großteil ihres Lebens verbringen, da dann auch den Rest ihres Daseins verbringen. Aber der Symmetrie halber habe ich es halt hier einfach weitergemacht und das sieht schon recht komisch aus. Weil hier ist ja auch die Treppe nach unten und oben. Das heißt, hier ist eine lange Reihe von Särgen, an denen sie durchhuschen, um dann weiter in der Mine arbeiten zu können. Ja. Und die Goblins scheinen noch richtig viel Zeug gehabt zu haben. Die Zwerge sind immer noch dabei, das Ganze abzuholen. Okay. Aber wir haben eh noch 16 Arbeitslose, dann können wir das hier schon mal wieder reclaimen. Der kann das auch abgeholt werden und nach oben gebracht. Und was haben wir hier oben noch? Wir haben noch Statuen. Wir haben sehr viele Türen über. Die können wir hier oben schon mal setzen. Und die setze ich auch erst, wenn da schon Steinblöcke drunter sind. Und ja, man sieht es nicht, dass da kein Steinblock drunter ist. Aber ich habe es halt ungern, dass der ganze Raum mit Steinblöcken ausgelegt ist und unter der Tür dann irgendwelches Moos wächst. Und ja, ich bin pingelig, ich weiß. Apropos Moos, wir sollten unsere Straße da unten weiterbauen. Paved Roads. Wie viele Blöcke haben wir inzwischen? Ups. Oh, Moment mal, man kann auch einfach so machen. Ich drücke jetzt ganz oft U. Und setze das mal hier hin. Okay. Wir haben nur noch 32 werden das jetzt, glaube ich. Also kann ich auch gleich wieder die Blockproduktion anschmeißen. Und das kommt nicht bis ganz nach oben. So, 24. 22, das reicht erstmal. Jede Folge ein bisschen, das reicht ja, wenn wir vorwärts kommen. Und hier scheinen zwei Fallen noch verboten gewesen zu sein. Aber schön, alle Steinschlagfallen wurden jetzt fast durch Käfige ersetzt. Das heißt, wir haben jetzt hier einen guten ersten Schutz. Unsere Miliz ist fleißig am Trainieren, so soll es sein. Wir haben noch jede Menge Wheelbarrows über. Das sollten wir vielleicht mal ändern. Du hast 3 Stück zugeordnet. Hast du auch 3 Stück zugeordnet? Ja. Du auch? Ja. Und der große Stockpile? Also der eine große hat nur ein WW. Ich finde sowieso komisch, dass die Zwerge nicht allgemein die Schubkarren irgendwo einfach stehen lassen, wo man sie gebrauchen könnte, und dann später wieder abholt. Zum Beispiel hier im unteren Bereich, wo sie immer wieder Steine holen. Also Steine aus den hintersten Bereichen holen. Was echt eine total doofe Idee war.
Aber ja, sobald die Zwerge nichts mehr zu tun haben, von wegen Goblins Nakidai machen und die Sachen von hier wieder nach oben einsortieren, werde ich, glaube ich, die ganzen Steine hier oben alle einfach mal dumpen. Dann werden nämlich alle Arbeitslosen die Steine einfach holen und hier hinbringen. Und wenn sie hier sind, können wir sie wieder claimen und dann werden sie von den eigentlichen Arbeitern abgeholt. So, DPC, das hätten wir gerne wieder. Und DBD, das hier wollen wir alles dumpen, also die äußeren Bereiche. So, ganz rüber. So, im Nachhinein war es eine recht doofe Idee, hier oben alles abzubauen. Denn wir hatten eigentlich keine Chance, irgendein interessantes Material zu finden. Also Metall primär. Das wusste ich ja schon, seitdem ich die Folge nachgeguckt habe, in welchen Ebenen denn bei uns das Erz liegt. Das sieht man ja ganz am Anfang auf dem Embark-Screen und bei uns ist halt Deep Metals. Das heißt, es ist alles recht tief zu finden. Warum liegen da komische Sachen im Sarg? Hier ist ein rechter Handschuh auf dem Sarg. Zwei Handschuhe und vier Socken auf einem Sarg. Also die X daneben bedeuten, dass die Teile eigentlich kaputt sind. Und die gehören Daidagos. Und ihr? Einem unbekannten Howler. Okay, die haben die Särge wohl gerade dahin transportiert und just in dem Moment, wo der Sarg stand, waren ihre Klamotten kaputt und sie haben die einfach dahin geschmissen. Das ist ja auch nicht schlecht. So, da unten kommen jetzt schon ganz viele Zwerge mit Kisten an, um die Sachen abzutransportieren. Und ja, der Gang ist echt total überfüllt. Das sieht man richtig daran, dass die Zwerge so langsam werden. Aber gut, sei es drum. Die Steine oben werden auch schön abtransportiert. Es läuft echt besser, als ich gedacht hätte. Ja, es ist gleich viel besser als die drei Mann, die mit der Schubkarre immer nur hin und her fahren und ewig brauchen. So, was haben wir noch? Wir haben jede Menge Erz, wie es scheint. Aber das ist alles das doofe Erz. Das wollen wir nicht. Was sagen unsere Stockpiles? Wir haben jede Menge Essen. Wir haben nicht ganz so viel Trinken. Wir haben aber jede Menge Pflanzen. Das sieht doch ganz so aus, als wenn da ein Brewing-Befehl nicht mehr aktiv wäre. Jupp. ABR, ABR, ABR. So. Und wir hatten kurzfristig verboten, dass irgendetwas anderes außer Caveweed und Sweetpots verbraut wird. Damit wir halt inzwischen genug Samen bekommen. Haben wir denn die Samen? Sweetpot. Plump Helmet Spawns, Pigtail. Ich sehe immer noch kein Caveweed und keine Sweetpots. Pots, oder wie auch immer die heißen. Nö, dann dürfen die weiter nur mit den beiden Sachen brauen. Essen können wir auch weiter verkochen. Wir brauchen es zwar nicht wirklich, das Essen an sich, aber dadurch sparen wir Platz. Weil die ganzen Sachen nehmen hier mehrere Felder in Anspruch. Sobald wir das Essen aber kochen, werden ja aus drei Reagenzien ein Gegenstand gemacht. Außerdem schadet es nie, Essen auf Vorrat zu haben. So, ein Punkt, der noch in den Kommentaren stand. Ich solle doch die Nestboxes, die nicht benutzt werden, dahin stellen, wo die Tiere auch einfacher rankommen. Gucke ich mal ganz kurz. Das wäre hier oben. Nestbox unclaimed, Nestbox unclaimed, Nestbox unclaimed. Ja, die werden alle nicht benutzt hier. Das heißt, meine Idee war, sie einfach hier mitten in den Pasture reinzutun. Das ist ja Pasture und gleichzeitig Stockpile. Also ich mache hier einfach mal ein Loch rein. Da und da und da und da. Ups, das war jetzt zu viel. Na gut. Wo waren die Nestboxes? Ganz unten. Shift N. Ja, die müssen erstmal abgebaut werden, damit sie wieder angebaut werden. Na gut, das sei genehmigt. Und ich sehe gerade, wir können auch noch die ganzen Hedge-Cover bauen, wenn wir Granit über haben wieder. Also das waren diese Falltüren für die Treppen. Die hatte ich ja nur an der nördlichen Seite überall gebaut. Die können wir hier auch noch überall hinsetzen. Und hier und da und überall. Das wird eine ganze Menge Granit brauchen.
So, Hunde haben wir auch jede Menge. Sind das inzwischen eigentlich alles Kriegshunde? Nee, nur ein paar davon. So. Dog. War Training, War Training, War Training, War Training, War Training. So. Dann haben wir ganz, 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 ganz viele Kriegshunde. Eigentlich könnte man davon ein paar auch schlachten, ne? Aber nee. Ich denke mal, falls es irgendwann richtig in die Hose gehen sollte, also eine riesige Armee vor der Tür steht oder so, dann werden es die Hunde sein, die das rausreißen. Dann schicken wir einfach unsere 30, 40 Kampfhunde los und dann machen die das schon. Oder halten zumindest den Feind so lange auf, bis die Miliz ihre Hosen angezogen hat. So, hier war nichts mehr. Alle fleißig am Arbeiten. Da unten nochmal wieder Reclaim, nur für den Fall, dass da noch irgendwas gedumpt war. Und dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. In der Zwischenzeit verbinde ich dann alle Goblin-Käfige. Oder nee, ich baue noch ein Lever. Und zwar dahin. So. Und dann verbinde ich jetzt diesen Schalter mit allen Käfigen, die oberhalb von der Mitte sind. Also die ganzen hier und den mit den ganzen unteren. Dass wir das so in zwei Etappen machen können. Nur für den Fall, dass es doch vielleicht zu viele Goblins sind. Weil ich sehe sonst vier Goblins auf einen Zwerg. Und wenn die den umringen und immer ins Schienbein treten und so, dann ist er vielleicht zu sehr abgelenkt und kann den einen oder anderen Schaden davon tragen. Das muss ja auch nicht sein. Also ja, in zwei Etappen klingt das schon wesentlich unfairer. Wie es halt auch sein soll. Also dann, bis gleich.